Hallo, hier ist wieder euer freundliches Lama aus dem Freispiel. Und ich zeige euch kurz mal, wie Nancy gespielt wird. Oder Anansi, keine Ahnung, ich kenne den nur von Neil Gaiman und dessen Romane lese ich auf Englisch, deswegen ist er bei mir als Anansi abgespeichert. Das ist eine Figur aus verschiedenen afrikanischen Mythologien. Der große Geschichtenerzähler Anansi. Und um den geht das hier, in einem Stichspiel für 3 bis 5 Personen, das ungefähr 20 bis 30 Minuten vielleicht dauert. Und tatsächlich ein sehr ungewöhnliches, sehr neues Stichspiel ist. Es könnte sein, dass ihr hier manche Sachen nicht gut seht auf dem Tisch. Das liegt daran, dass, wie wir das bei Spicy schon hatten, bei den Heidelbeeren, die Karten so foliert sind, also die glitzern hier im Licht. Ne, da kann man das gut sehen. Deswegen, sorry for that, aber die Karten glitzern halt und das ist irgendwie auch cool. Grundsätzlich ist es ein Stichspiel, mit, wie man das kennt, mit Spielkarten und zwar in diesem Fall mit 3 verschiedenen Farben: Gelb, Türkis und Rosa oder Gelb, Rot, Blau, wie auch immer, respektive dem Panther, der Schlange und der Wespe. Und wie ihr das kennt von Stichspielen, wir spielen einfach Stiche. Ich gebe jetzt hier, spiele 5, wie das häufig ist, man muss Farbe bekennen, das heißt, andere Spieler müssten jetzt auch rote Karten spielen, so sie denn können. Und das gibt immer eine Trumpffarbe und die Trumpffarbe, die wechselt innerhalb der Partie. Momentan ist das die Wespe. Warum? Wir haben hier sortiert, die 3 Farben ausliegen. Und zu Spielbeginn kommen hier immer schon 2 Karten hin, die werden zufällig gezogen. In diesem Fall ist es halt gelb und rot. Und die Farbe, bei der die meisten Karten liegen, das ist die aktuelle Trumpffarbe. Bei Gleichstand, wie jetzt in diesem Fall, ist es die am weitesten links liegende Farbe. Und der jetzt hier läge, dann wäre rot Trumpf. Genau, und die anderen SpielerInnen, die können jetzt da Sachen reinbuttern, ist die Zahl höher, dann haben sie natürlich den Stich übernommen. Also ich habe eine 5 gespielt, meine Gegenspielerin eine 12. Und dann könnte jetzt Spieler Nummer 3 da auch noch eine Karte reinspielen, dann ist das ein Stich und der geht an hier Spielerin Nummer 2. Das Interessante nun dabei ist, dass außer demjenigen oder derjenigen, die rauskommt, darf man statt sich an dem Stich zu beteiligen und auch nur einen Spieler pro Partie, eine beliebige Karte quer vor sich legen. Das heißt, die nehmen dann nicht an dem Stich teil. Hier, ne, nächster Spieler nimmt den Stich, bekommt den, wie man das so kennt. Und hier haben wir jetzt eine interessante Karte. Es ist eine hohe blaue Karte. Und je höher die Karten sind, desto mehr Köpfe sind hier zu sehen. Und diese Köpfe stehen für Zuschauer. Ich habe ja gesagt, Anansi ist der große Geschichtensammler und Geschichtenerzähler. Und wenn jetzt jemand diese Karte vor sich so gespielt hat, dann wandert die in die Trumpfauslage, ändert darüber eventuell die Trumpffarbe. Ne? Nehmen wir an, das wäre die zweite blaue, dann wäre jetzt plötzlich Blautrumpf ab dem nächsten Stich. Und ich bekomme dann Zuhörer. So viele Zuhörer wie hier Köpfe abgebildet sind. Das sind solche Karten. Jetzt bekomme ich 2 mit der blauen 12 und lege die erstmal vor mir ab. Und mit denen hat es eine besondere Bewandtnis, nämlich sind die für die Punkte verantwortlich. Es ist tatsächlich vergleichsweise egal, wie viele Stiche ich gewinne in diesem Stichspiel. Wenn ich Stiche gewinne, zup, zup, Spieler 3 gibt auch noch eine rein. Na, ich habe die höchste rote Karte, rot vorgespielt, ist mein Stich. Jetzt bekomme ich den, wie wir das aus Stichspielen kennen. Und jetzt kommen diese Zuhörer ins Spiel. Die sind erstmal so ausgegraut, das heißt, die sind uninspiriert. Und auf der Rückseite sind die inspiriert von den Geschichten, die ich erzähle. Und die Geschichten, die ich erzähle, das sind die Stiche, die ich mache. Das heißt, wenn ich jetzt 2 von denen habe, würde ich auf diesen Stich einen auf der inspirierten Seite rüberlegen und das ist erst ein Punkt für mich am Ende der Runde. Genau, und so spielen wir halt ein, in Anführungszeichen, normales Stichspiel mit wechselnder Trumpffarbe und bekommen dann am Ende der Partie Punkte ausschließlich für die inspirierten Zuhörer. Wenn meine Z
die Anzahl meiner inspirierten Zuhörer exakt der Anzahl meiner Stiche entspricht, also ich nicht entweder einen weiteren Stich habe, der keinen Zuhörer hat, oder einen weiteren inspirierten Zuhörer, uninspirierten Zuhörer habe, der keinen Stich bekommen hat, keine Geschichte erzählt bekommen hat, dann bekomme ich zudem Bonuspunkte. Das ist 2 Bonuspunkte in der ersten Runde, 4 in der zweiten und 7 Punkte in der letzten Runde. Da sind bis zu 13 Bonuspunkte möglich und jeder Stich, der einen inspirierten Zuhörer gefunden hat, ist ebenfalls einen Siegpunkt wert. Genau, das war im Großen und Ganzen, wie das mechanisch funktioniert. Ihr seht, ich habe hier Karten abgelegt, die habe ich nicht umsonst da abgelegt, nämlich ist das hier quasi eine 3-Spieler-Partie, es spielen immer alle Karten mit. Und wenn wir zu dritt spielen, dann werden 10 Karten aussortiert, sodass alle Karten mitspielen und alle 3 Spielenden eine Übersicht haben, welche Karten nicht dabei sind, sodass man dann eben für die besser berechnen kann, welche Stiche man wohl fangen wird und welche nicht. Spielen wir zu viert, kriegt einfach jede spielende Person 10 Karten auf die Hand. Wie gesagt, 2 werden immer vorher schon rausgepackt, das sind 42 Karten im Spiel, nämlich 1 bis 14 in 3 Farben. Und wenn wir zu fünf spielen, dann bekommt jede spielende Person 8 Handkarten, bleiben wieder 2 übrig, die wir dann eben für die ursprüngliche Trumpfauslage bereitliegen haben. Das ist Nancy aus dem Hause Heidelberg. Wie gesagt, 3 bis 5 Spieler, 20 bis 30 Minuten. Unserer Meinung nach ein richtig tolles Stichspiel, weil die Welt ist an Stichspielen nicht gerade arm und das ist sehr selten, dass mal ein Stichspiel auf den Markt kommt, das sich wirklich neu anfühlt. Und genau das macht Nancy. Das fühlt sich sehr anders an, man muss sehr neu denken, weil eben die Anzahl der Stiche, die ich fange, mir relativ egal ist, solange ich die nicht über Stiche, die ich mit Sicherheit nicht fange, weil ich mich ja rausnehme über dieses Zuhöreranwerben, aufgewertet bekomme mit den inspirierten Zuhörern. Richtig geniales Teil, können wir rundum empfehlen. Könnt ihr bei uns natürlich ausprobieren hier im Freispiel. Jetzt die Woche noch werden wir dabei bleiben, dass wir die Messeneuheiten für euch zur Verfügung halten. Das heißt natürlich auch wiederum, ihr müsst dann mit Maske spielen, müsst eure Hände vor dem Spiel und nach dem Spiel desinfizieren. Aber genau, so können wir es halt einrichten, dass die dauerhaft spielbar sind, die Neuheiten. Ja, wenn ihr euch bestimmte Spiele wünscht, die wir euch vorstellen sollen, schreibt uns das unten in die Kommentare rein. Ansonsten natürlich Lob und Kritik nehmen wir auch gerne entgegen. Lasst uns ein Abo da, da wird hier irgendwo ein Knopf sein, vielleicht hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Bis dahin viel Spaß mit Spielen. Tschüss!